Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Trainsim World 3, der Danny spielt das. Wir werden jetzt noch ein kleines Szenario spielen, und zwar BR403 Einführung. In diesem Trainingsmodul werden Sie lernen, wie man diesen BR403 ICE3, auch bekannt als Intercity Express 3, bedient. Jawohl. Sie werden den Zug über eine kurze Distanz fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen. Wenn Sie bereit sind anzufangen, steigen Sie ein. Das werden wir tun. Oh, seht euch mal diesen Berg da vorne an. Wunderschön, oder? So, dann wollen wir mal. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Zuerst müssen Sie den Richtungsschalter einstellen. Dieser gibt die Fahrtrichtung vor und aktiviert diesen Führerstand. Dann werden wir das mal tun. Störung. Störung. Schließvorgang eingeleitet. Zugbeeinflussung. BB gesperrt. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anderen mitzuteilen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. Öffnen Sie die Fahrgasttüren, um den Fahrgästen den Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Die sind doch gerade erst geschlossen worden. Naja, machen wir es nochmal. Türen geöffnet. Schließen Sie die Türen, bevor Sie abfahren. Sollen wir sie wieder schließen? Weißt schon, was du willst? Der Zug ist jetzt abfahrbereit. Lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. Sie werden eine Runde um das Trainingszentrum herumfahren und dann versuchen, an dieser Station anzuhalten. Auf geht's. Ein bisschen aufschalten hier. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Stellen Sie den Fahrschalter auf aus.
Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, nutzen Sie das Führerbremsventil, um ein wenig Bremskraft anzuwenden. Dieser Hochgeschwindigkeits-Elektrotriebzug wird hergestellt von Siemens und wird in Deutschland von der Deutschen Bahn betrieben. Dies ist die dritte Generation von Intercity-Express-Zügen. Sie sind seit dem Jahr 2000 in Deutschland in Betrieb. Interessant. Der ICE3 fährt Geschwindigkeiten von bis zu 300 km pro Stunde in Deutschland. Allerdings hat er während Testfahrten Geschwindigkeiten von bis zu 368 km pro Stunde erreicht. Oh, Wahnsinn. Anders als die Triebköpfe der ICE 1 und 2 besitzt der ICE 3 niederflurig angeordnete Fahrmotoren. Dies bedeutet, dass die Fahrgäste im gesamten Zug Platz nehmen können. Das ist wirklich interessant. So. Jetzt müssen wir ja wohl gleich anhalten. Ich glaube, die 320 werden wir nicht mehr erreichen in dieser kurzen Testfahrt. So, da kommt er wohl im Bahnübergang. Nee, das ist noch eine andere Strecke. Wo geht's denn dahin? Ah, wer weiß. Bisschen Geschwindigkeit hier drauf kriegen. Aber irgendwie entfernen wir uns immer weiter von der Station, oder? Was läuft jetzt hier verkehrt? Ah, jetzt wird es wieder weniger, okay. Ein bisschen Geschwindigkeit hier drauf kriegen. Verlangsamen Sie den Zug, während Sie sich dem nächsten Bahnhof nähern. Oh oh.
leicht drüber. Ganz, ganz leicht. Gute Arbeit. Öffnen Sie jetzt die Türen, um die Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Türen geöffnet. So, das war's dann mit dieser Runde. Wir haben nicht ganz auf den Punkt angehalten, aber ja. Geht doch noch. Alle Türen offen. Das ist doch alles noch im selben Bereich hier, oder? Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Sehr schön. Tja, das war's dann mit diesem Szenario und mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss. Gold haben wir auch erreicht. Sehr, sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedin spielt das. Macht's gut. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.